Drehmomente begrüßen sie am letzten Tag des Rudolstädter Vogelschießens beim traditionellen Schießen auf den Holzvogel. Nachdem Bürgermeister Jörg Reichel den ersten Schuss abgegeben hat, geht es jetzt in den knallharten Wettkampf. Hey. 65 Schützen nahmen an dem Wettbewerb teil. Enrico Hinkelmann setzte sich gegen seine Mitstreiter durch und wurde zum Vogelkönig 2013. Wir haben den Bürgermeister der Stadt Rudolstadt, Jörg Reichel, in der Schokoladenfabrik entdeckt und wollten natürlich wissen, wie es zu dieser Aktion kam. Ja, ich möchte mich als Bürgermeister und Veranstalter des Rudolstädter Vogelschießens natürlich auch mal davon überzeugen, wie geht es den Schaustellern, wenn sie arbeiten, einfach mal die Perspektiven wechseln und schauen, wie sieht es hinter den Kulissen aus. Und dafür habe ich mir ein Rudolstädter Unternehmen, die Firma Schiek, die hier ihren Sitz hat, ausgewählt. Und wie finden Sie die Arbeit? Ja, wenn man das über mehrere Stunden verfolgt, das ist sehr anstrengend. Wir sehen ja als Gäste, als Besucher immer nur die Schokoladenseite sozusagen. Und dass die Schokolade und die Früchte, wie hier zum Beispiel, erst vorbereitet werden müssen, all das sehen wir nicht. Und da stecken viele, viele Stunden Vor- und Nachbereitungszeit dahinter. Also Hut ab vor den Leistungen aller Schausteller hier auf dem Rudolstädter Vogelschießen. Wie ist denn Ihr Fazit jetzt so gut wie nach dem Fest vom Vogelschießen? Ja, ich habe mir heute vom Veranstaltungsreferenten mal zusammenstellen lassen, wie ist das Vogelschießen beworben worden, welche Aktivitäten wurden in der Richtung unternommen. Muss ich sagen, ganz toll und es hat sich gelohnt, so eine große Werbekampagne für unser Rudolstädter Vogelschießen auf den Weg zu bringen. Und ich habe mit vielen Schaustellern hier gesprochen oder mit den Festwirten, sind alle durchweg zufrieden. Und wir haben uns natürlich gefreut, dass wieder Hunderttausende von Besuchern hier auf unsere Bleichwiese gekommen sind. Vielen Dank an die Besucher, denn ohne Besucher bräuchten wir das Rudolstädter Vogelschießen auch nicht durchzuführen. Neben mir steht die Frau Sommerer aus der Brezelbäckerei und sie kommen ja aus der Partnerstadt von Rudolstadt aus Bayreuth. Was ist das Besondere hier am Rudolstädter Vogelschießen? Alles. Es ist sehr außergewöhnlich schön. Wir werden sehr gut betreut von Herrn Grünert, Herr Reichel. Auch die Kollegen sind sehr nett und die Bevölkerung einfach super. Neben mir steht der Herr Fellerhoff aus Düsseldorf und ihm gehört die Geisterbahn, die in diesem Jahr zum ersten Mal dabei ist. Wie ist denn Ihr Fazit vom Rudolstädter Vogelschießen? Ja, wir sind angenehm überrascht. Ich würde mal sagen, das ist eine gelungene Veranstaltung. Publikum ist sehr nett, friedliches Publikum. Die feiern ihre Veranstaltung hier in Rudolstadt. Und ich muss sagen, im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden. Hallo Freunde, ich bin Kai Nebel. Ja, ich melde mich heute zum letzten Mal hier vom Rudolstädter Vogelschießen. Ja, es ist vorbei, so schnell geht's. Ja, hier geht's jetzt gleich rund im Zelt und wir machen es nochmal richtig gemütlich. Ja, du nochmal hier einen kleinen Message an die Zuseherinnen und Zuseher. Es war ein wundervolles Fest mit vielen tollen Menschen, ja, einem tollen Team. Dankeschön. Ja, meine Wahl war natürlich richtig. Ja. Und hier, der Dings ist auch da. Du, ja, okay. Ja, du hol uns nochmal was zu trinken hier. Komm, lauf, 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 lauf. Ja, denn wir wollen es jetzt nochmal richtig krachen lassen. Ja, ja, ich leg erstmal aus, du kriegst dann ins Geld. Das Finale fand in diesem Jahr am Autoscooter statt. Unterhalten wurden die Gäste von den Laserboys aus Berlin und dem Pantomime Christian Schröter. Wir freuen uns darauf, Sie auch im nächsten Jahr wieder begrüßen zu dürfen, wenn wir vom 22. bis 31. August 2014 das Rudolstädter Vogelschießen begleiten.